Ja, heute und morgen treffen sich hier in Bregenz und in Locher die Parlamentspräsidenten der deutschsprachigen Länder. Es ist eine Einführung aus dem Jahr 2016 und dient ganz eigentlich in informellen Gesprächen, aktuelle Themen zu diskutieren, die parlamentarisch begleitet werden. Wir haben auf der Agenda das Thema des Antisemitismus und wie können wir ihn bekämpfen. Das österreichische Parlament hat dazu eine Studie gemacht und hat das dementsprechend publiziert und für uns eine große Herausforderung europäischer Natur, in Österreich einigermaßen noch in der Balance haltend. Wir sollten aber wachsam sein und sollten im gegenseitigen Austausch Erfahrungen, Möglichkeiten, wie können wir bekämpfen, Bildung, aber auch Programme für Erwachsene anbieten, dass wir egal aus dem Rechtsradikalen, aus dem Linksradikalen oder aus dem islamischen Eck jeden Formen des Antisemitismus ganz klar entgegentreten. Er ist demokratiefeindlich, menschenverachtend, xenophob.